So. Was ist denn noch eine Etage tiefer? Ah, kann ich die dann verschieben? Jetzt hätte ich mir natürlich merken sollen, wie der Weg ist. Also, wenn ich jetzt hier so drauf gehe, dann könnte ich den jetzt... Ach, ich kann den nur drehen? Kann ich den nicht bewegen? Ich kann den nur drehen. Das ist natürlich scheiße. Boah, das ist ja voll kompliziert. Wie hatte ich das denn oben gebaut? Kann ich nochmal oben gucken? Ah, ätzend. Okay, pass auf. Theoretisch. Ich habe keine Ahnung. Nochmal. So. Das bringt ja alles nichts. Vielleicht kann man mit dem hier. Also, wenn wir hier rechts anfangen. So. Geht er nach da. Dann machen wir so. Nee, das ist falsch. Das ist doof. So, dann geht der nach da oben. Toll. Oder so. Ja, wir haben also nur zwei Möglichkeiten, oder? Sehe ich das richtig? Entweder... Okay, ich kann dir das eh nicht zeigen. Entweder das geht so. Und dann nach da oben. Oder es geht halt von hier so, so nach oben. Eine andere Möglichkeit gibt es ja doch hier nicht, oder? Doch, man könnte theoretisch, wenn man da anfängt, so, dann haben wir zumindest alle benutzt. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist. So, dann so. Komm schon. Komm schon. Komm schon. So. Und so. Boah, ich mach drei Kreuze im Kalender, wenn dieses Rätsel zu Ende ist. Eigentlich möchte ich schon seit einer Stunde oder so eine Pause machen. Oder mir eine Kugel durchs Gehirn jagen. Ich bin mir noch nicht so sicher, was ich besser finde. Okay, ein wenig Hilfe wäre schön gewesen. Hätte man hätte deinem Rücken gut getan. So, also, wie ist unser Plan? Wir gehen hier rein. So. 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 Dann so. Guck mal, das passt auch. So. Guck mal. Voll schlau. Hätten wir das mal vorher gemacht hier. So, jetzt müssen wir alles wieder zurückgehen. Nein, fuck. So. 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 Boah, ist das nervig. So. Okay. So, jetzt müssten wir eigentlich alles richtig haben. Boah, was ist das für ein Lösungsprozess hier? Aber da hätten wir mit Magie auch nicht so viel machen können, oder? Na komm, geh hoch. Kletter, kletter, kletter. Kletter, kletter, kletter. Ich bin ungeduldig. Ich will, dass dieser Rätselpart beendet wird. So kann man nämlich ein Rätsel auch in die Länge ziehen. So, jetzt. Hier, komm. Bumm. 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 Das ist ja alles schön und gut. Aber sollte sich das nicht besser Gard anhören? Er hat schließlich angefangen und muss sich entschuldigen. Es geht nicht immer darum, wer recht hat oder angefangen Doch. Hat, Gwendolyn. Bist du einmal ruhig auf Gard zugegangen? Es könnte sich lohnen. Willkommen im Rätselraum. Das ist mein Lieblingsrätsel. Wahrscheinlich, weil ich es mitentworfen habe. Toll. Was bin ich? Ich habe einen Kopf, aber keine Arme. Ich habe keine Beine, aber dafür eine Kehrseite. Was? Nochmal, ich habe einen Kopf? Wollt ihr das Rätsel nochmal hören? Ich habe einen Kopf, aber keine Arme. Ich habe keine Beine, aber dafür eine Kehrseite. Was bin ich? Also ein Kopf und ein Arsch hat er.
einen Kopf und einen Arsch, aber keine Kehrseite. Kopf und keine Beine. Hä? Hier. Ein Kopf, aber keine Beine. Ja. Muss ich ihr das jetzt geben? Hier. Wollt ihr das Rätsel nochmal hören? Ich habe einen Kopf, aber ja, das war meiner Meinung nach die richtige Antwort. Muss ich jetzt irgendwo, was muss ich damit machen? Achso, ich muss ihr das geben wahrscheinlich, ne? Hier, guck mal, da. Münze. Gebt es nicht mir. Platziert es auf dem Altar im nächsten Raum. Oh, ich bitte dich. Konnte ich ja nicht ahnen. Okay. So. Mal gucken, ob es richtig war. Tja, ich würde euch gern die Antwort geben, aber ich halte mich an den Blablabla. So, fertig. Kann ich jetzt die Tür aufmachen? Oder sind das mehrere Antwortmöglichkeiten? So. Das ist korrekt. Aber ganz so leicht wird es nicht bleiben. Ich habe hier noch ein Rätsel für euch. Nur weiter. Was bin ich? Jeden Morgen verliere ich meinen Kopf und jeden Abend erhalte ich ihn zurück. Jeden Morgen verliere ich meinen Kopf und jeden Abend erhalte ich ihn zurück. Pff. Irgendeine Uhr? Ich verliere meinen Kopf und erhalte ihn zurück. Braucht ihr noch lange? Immerhin wartet eure Familie auf euch. Jeden Morgen verliere ich meinen Kopf. Ich verliere meinen Kopf. Und am Abend erhalte ich ihn zurück. Ich verliere meinen Kopf. Und am Abend erhalte ich ihn zurück. Das Kopfkissen. Am Morgen verliert es seinen Kopf, weil man nicht mehr drauf schläft und abends kriegt man ihn zurück. Habe ich das heute etwa gegessen? Du bist komisch. So. Und nächste Tür. Habe ich doch gehabt. Zwei gelöst. Aber wir fangen gerade erst an. Meine Herren, auf ein Wort. Meine Herren? Dann mal los. Was bin ich? Mich gibt es in verschiedenen Formen und Farben. Teile von mir sind rund und andere gerade. Unser Bild kann klar sein, doch wir verschleiern es gern. Was? Nochmal. Mich gibt es in verschiedenen Formen und Farben. Teile von mir sind rund und andere gerade. Okay. Unser Bild kann klar sein, doch wir verschleiern es gern. Habt ihr es schon herausgefunden? Unser Bild kann klar sein, doch wir verschleiern es gern. Unser Bild kann klar sein, aber wir verschleiern es gern. Ist das ein Puzzlestück? Uns gibt es in verschiedenen Formen, mit runden und geraden. Nicht viele schaffen es aus diesem Raum. Das Bild kann klar sein. Opa, meinst du, ich bin bereit für mein erstes Abenteuer? Aber sicher, Liebes. Aber natürlich nur, wenn es dein Vater erlaubt. Mhm. Was könnte es sonst sein? Das Bild ist klar, aber wir halten es verschleiert, verdeckt, verdingenst, kirchenst. Ich weiß nicht. Das ist das Einzige, was für mich Sinn ergibt. Aber es ist wahrscheinlich... Also das, da bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob das richtig ist. Erlusch hier sagt... Ihr seht so aus, als könntet ihr eine... Nö. Wie groß wird die Tür denn sein am Ende des Rätsels? Oh, ist richtig! Juhu! Bravissimo. Aber es geht weiter. Gebt es mir. Was bin ich? Ich bin eines Königs würdig, geschmacklich ein Gedicht. Mich gibt's dick oder dünn zum Frühstück, Grahams Lieblingsgericht. Kuchen? Dick oder dünn? Brot. Bestimmt das hier, oder? Dick oder dünn zum Frühstück?
Wisst ihr, euer Umhang ist gar nicht so erlaucht. Ich frage mich, was dieser kleine Hausierer nur an ihm gefressen hat. Okay, wir gucken mal, ob das richtig ist. Dick oder dünn? Also ich bei Brotscheiben würde ich sagen dick oder dünn und zum Frühstück und so, aber das ist ja nicht Grahams Lieblingsbrot. Lieblingsbrot, Lieblingsessen, Pastete. Dicke und dünne Pastete. Das ist bestimmt falsch. Wenn es jetzt eine Brotscheibe ist, ärgere ich mich. Ja, ist okay. Zu schade, dass es hier keine zweite Chance gibt. Ihr wart okay. Dicht dran. Ich war allein. Ich hoffe, die anderen Rätsel sind alle okay. Der Rest ist alles weg, oder? Hi. Ich bin eines Königs würdig, geschmacklich ein Gedicht. Mich gibt dick oder dünn zum Frühstück Grahams Lieblingsgericht. Das Rätsel. Also dick oder dünn zum Frühstück. Da fällt mir jetzt nur eine dicke oder eine dünne Scheibe Brot. Was ist das denn hier? Okay, das kann man sich irgendwie nicht näher angucken. Das ist halt blöd. Dick oder dünn zum Frühstück. Grahams Lieblings... Das ist das Einzige, was es dick oder dünn zum Frühstück gibt. Also eine dicke Scheibe Brot oder eine dünne Scheibe Brot. Aber was das jetzt mit königlichem Geschmack und so zu tun hat... Bitte versucht es bei den Rätseln nicht mit Gewalt. Ich glaube fest an Kopf statt... Okay. Oh, ihr hättet es fast gehabt. Ja. Dann werde ich wohl... Eine dicke Scheibe Kuchen oder eine dünne Scheibe Kuchen? Ich nehme jetzt alles, was man hier essen kann. Oh, warte. Nee, eine Gabel? Königlich? So, wir nehmen jetzt den Kuchen. Aber zum Frühstück ergibt das auch keinen Sinn. Dick oder dünn? Eine dicke Keule? Aber die esse ich auch nicht zum Frühstück im Normalfall. Kuchen. Das ist auch falsch. Ja. Okay, das ist mal wieder so eine... Wählt ihr einfach zufällig Dinge? Ich so ähnlich. Also, dann erzähl mir nochmal. Was? Hier, erzähl mal. Ich bin eines Königs würdig, geschmacklich ein Gedicht. Mich gibt dick oder dünn zum Frühstück Grahams Lieblingsgericht. Das Rätsel mag leicht erscheinen, aber überlegt gut. Ich bin eines Königs würdig. Dick oder dünn zum Frühstück. Grahams Lieblingsgericht. Grahams Lieblingsgericht. Ist wahrscheinlich überhaupt nichts zum Essen, so wie ich das jetzt hier verstehe. Dick oder dünn zum Frühstück. Ein Salatkopf, den gibt's dick oder dünn. Euer Majestät, wenn ihr euch beeilt, schafft ihr es auf die Bestenliste. Ihr könnt immer noch den vorletzten Platz erreichen. Das ist wunderschön, das freut mich. Hm. Grahams Lieblingsgericht. Königlich. Geschmack ist königlich. Wenn ich jetzt wüsste, was das hier zum Beispiel ist. Dick oder dünn. Das ist ein... Komm, wir nehmen jetzt einfach das Letzte, was man noch essen kann. Naja gut, also der Kohlkopf wird es ja wohl nicht sein. Das ist garantiert falsch. Vor allem mag das am liebsten hier unser Triumph, nicht wir. Was habt ihr euch dabei gedacht? Ich weiß es nicht. Ich hab's schon geahnt. So, es ist garantiert nichts zum Essen. Es ist königlich. Es gibt's in dick und dünn. Königlich in dick und dünn zum Frühstück Grahams Lieblingsgericht. Dick und dünn zum Frühstück Grahams Lieblingsgericht. Dick und dünn zum Frühstück. Was ist das denn hier für ein Buch? Können wir uns das so näher angucken? Ein Buch. Okay. Und was ist... Warte, was ist das andere da? Was ist das da? Ist das einfach nur ein Krug oder ist da was drin? Ein Krug. Hm. Wie sieht's denn hier aus? Zum Frühstück. Gibt's in dick und dünn. Ich musste nur ein Objekt auf einmal tragen. Also legte ich eins zurück.
Das ist natürlich jetzt die Krone. Ihr wisst, dass sie irgendwann das Licht ausschalten, oder? Ich habe keine Ahnung. Zum Frühstück. In dick und dünn. Pfannkuchen. Pfannkuchen! Ich legte das andere Objekt. Das ist ein Doppelding. Pfannkuchen, Pfanne und Kuchen. Ich habe mich schon vorhin gewundert, warum die Sachen immer so nah am Rand abgestellt werden. Guck mal, wenn man hier so macht. Ich mache nur schnell einen Kuchen. Nein, aus, so. Weil dann stellt ihr das so schön an den Rand. Pfannkuchen mag Graham gerne. In dick und in dünn und ist königlich und bla. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht irgendwie Warte, das war Kuchen, ne? Das andere war Pastete. Pfannpastete. Pfannkuchen. Boah, das ist gemein. Also wenn das jetzt stimmt, ist das echt gemein. Man kann auf jeden Fall zwei Dinge drauf tun, okay. Ey. Ja, ich hab's geahnt. Noch ein letztes Rätsel, ein letztes. Wenn ihr mögt. Was bin ich? Ich schwebe höher als die Sterne und bin größer als jedes Land oder Meer. Was ist es wert, Familienbande zu durchtrennen? Ich schwebe höher als was? Nochmal bitte. Ich wusste, hier würdet ihr hängen. Ich schwebe höher als die Sterne und bin größer als jedes Land oder Meer. Was ist es wert, Familienbande zu durchtrennen? Familienbande zu durchtrennen. Ich bin höher als die Sterne und größer als Land und Meer. Höher als die Sterne, das ist doch... Was? Oh, tut mir leid. Bei so viel Einfältigkeit kann ich einfach nicht schlafen. Höher als Familienbande zu durchtrennen. Naja, es geht um die Krone. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Die Krone sorgt dafür, dass Familien sich nicht mehr mögen. Aber das wird nicht so richtig sein, denke ich. Ich setze... Ja, hab's gedacht. Aber hey, dahinter geht's, glaube ich, weiter. Ich füge euch wohl meiner Sammlung hinzu. Ey, wie gemein. Okay. Vielleicht wieder ein Doppelwort. Eine Buchkrone. Kronleuchter. Kronlampe. Kronkerze. Aber da vertrennt man keine Familienbande mit. Familienbande trennen. Schädel. Sanduhr. Sanduhrgabel. Eine Feder. Federstrumpf. Federglaskugel? Ich muss mal gerade gucken, wie die Begriffe heißen. Eine Kristallkugel. Eine Federkristallkugel. Ein Hufeisenbuch. Schädel? Ist das ein Schädel? Schädelkrug. Ist das hier... Kein Problem. Blablabla. Ich legte das andere Objekt. Ist das Herr von Schling? Oder ein Stofftier? Ausgestopftes Einhorn. Das ist es wert, Familienbande zu durchtrennen. Also da bin ich auf jeden Fall der Meinung. Und was ist das da? Zurück eine Zange. Anderes Objekt. Oder ist das irgendwas Spezielles? Ein Schraubenschlüssel. Familienbande zu durchtrennen. Ein Schraubenschlüssel, ausgestopftes Einhorn. Eine Fleischpastete. Eine Brotpastete. Ein Salatpastete. Salat, ausgestopftes Einhorn. Salatkrone. Salatschädel. Ist das da eine Uhr oder eine Sanduhr? Ich leg ja, das andere. Das brauchst du mir Objekt echt nicht nochmal sagen. Ist das eine Sanduhr? Eine Sanduhr. Eine
Sanduhr. Federbrot. Federkrone, Kronenfeder. Ich wusste, hier würdet ihr hängen. Ich schwebe höher als die Sterne und bin größer als jedes Land oder Meer. Was ist es wert, Familienbande zu durchtrennen? Ich schwebe höher. Also irgendwas, was hoch schwebt und aber größer ist als, naja, eine Sonne. Die Sonne. Aber die Sonne ist nicht höher als Sterne, weil nichts schwebt höher als Sterne. Himmel, Gott oder irgendwie so ein Krams. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich aber absolut keine Ahnung. Was haben wir denn hier? Ja, kein Problem. Ich lege das einfach nur ein Kelch? Andere Objekt zurück. Oder ist das Wein? Ein Kelch. Krug und Kelch. Buch, Brot, Pastete, Fleisch. Schädel, Sanduhr, Krone, Kerze. Ausgestopftes Einhorn, Gabel, Eichel. Schraubenschlüssel, glaube ich, war das. Dann Feder, Socken, Strumpf. Familienbande. Hufeisen, Kristallkugel, Salatkopf. Zurück mit dir, anderes Zurück Objekt. Zurück mit dir, anderes Objekt. Ich bin echt überfragt. Kohl ist das. Kohl. Aus Kohl kann man doch bestimmt schöne Sachen machen. Kohl, Rabi. Kohl, Feder. Kohl, Kerze. Kerze, Kohl. Kohl, Kelch. Kohl, Krug. Kohle. Kohl, ausgestopftes Einhorn. Kohlgabel, Gabelkohl, Kohlleiche, Kohleichel, Kohleichel, Eichelkohl. Das klingt aber eklig. Sanduhr, Kohl. Ich habe keine Ahnung. Kohlschädel. Kohlschädel. Kann man hier irgendwo noch woanders hin? Kann man noch irgendwas anderes? Setz dich doch einfach drauf. Du, dich braucht man, um Familienbande zu zerstören. Magie. Kann Familienbande zerstören und fliegt höher als alles andere. Gibt es hier sonst noch irgendetwas, was ich aufheben kann? Vielleicht irgendwas, was hier irgendwie nicht sichtbar ist auf den ersten Blick. Weißt du, so wie beim ersten... So wie beim ersten Teil... Nein, nicht wie beim ersten Teil. So wie wir jetzt gerade irgendwie die ganze Zeit gerätselt haben und dann herausgefunden haben, oh, wir müssen zwei Wörter nehmen oder zwei Dinge nehmen. Ist das jetzt hier vielleicht nochmal irgendwie, dass wir jetzt... Diese Box, ja, Kohl. Diese Box. Kohl. Der ist bestimmt richtig. Der ist wert, Familienbande zu zerstinksen. Nicht? Ach du Scheiße. Oh, ihr wart so nah dran. Ja, ich ja. Jetzt überlege ich gerade, es müsste ja auch theoretisch was sein, was im Englischen richtig ist, oder? Ich meine, Pancake? Ja. Was gäbe es denn noch so im Englischen, was passen würde? Ich habe keine Ahnung, das ist nicht einfach. Wisst ihr was? Mein Gehirn ist auch langsam irgendwie... Weiß ich nicht wo. Es liegt irgendwo hier unterm Schreibtisch und ich finde es nicht mehr. Ich sollte mal mich auf die Suche begeben. Vielleicht finde ich es wieder. Und werde jetzt erstmal eine kleine Aufnahmepause machen, weil ich bin jetzt hier schon fast 3 Stunden, nee, eigentlich gar nicht wahr, über zweieinhalb Stunden dabei. Und langsam gehen mir echt die Ideen aus. Und diese Rätsel, die zehren an meinen Nerven, wirklich. Ich bin so froh, wenn das jetzt hier wieder irgendwie normal weitergeht, ohne Rätsel. Ich hoffe, der nächste Teil ist nicht ganz so nervig. Ich liebe dich, Spiel, aber das ist wirklich, wirklich nicht einfach. Gut, wir sehen uns dann einfach entweder in der nächsten Folge oder gleich wieder. Ciao!